Ich habe mal wieder nach Verpackung eingekauft. Master of Distilling 2 von Aaron. Viel Spaß. Tachchen. Der David. Hi. Der Andi. Hi. Ja, wie gesagt, ich habe mal wieder nach Verpackung eingekauft. Schöne, stabile Kiste. Die ist ja wirklich ganz hübsch. Aber ich habe es natürlich auch genommen, weil es ein Aaron ist. Und ein Aaron ist eine schöne Kiste. Aha. Und weil ich das Finish spannend fand. Ist das überhaupt ein Finish oder ist das eine Vollreifung? Das ist eine Vollreifung, wenn Siehste, ich das auch sagen. Richtig gesehen habe. Und zwar ich guck das gleich Paolo Cortado Sherry Fässern. Nein. 100% finished in Paolo Cortado Sherry Cask vom Jerez. Okay. Also es ist ein Finish, Paolo Cortado, und für mich zumindest Name im Sherry-Fass-Bereich für Whisky, der noch nicht häufig gefallen ist. Nicht häufig. Ich habe neulich mal einen Bunner mit diesem Fasseinfluss erlebt. Ganz spannend, aber ja, also Aaron ist halt für uns beide irgendwie eine ganz coole Distille. Wir mögen die beide sehr gerne und ich glaube, wir hatten bisher wenige Malts aus der Brennerei, bei denen wir gesagt haben, boah, da könnte man auch drauf verzichten. Ich komme mit dem Maximus nicht klar, aber ja, vielleicht wird das mit der neuen Brennerei besser für die Torfrauchengeschichten. Ja. Aber die einigermaßen auf die nicht rauchigen Sachen eigentlich durch die Bank spannend, kann man machen. Ziemlich gut. Ja. So. Egal ob unabhängig oder offizielles Bottling, ja. Passt alles. Genau, also wie gesagt, nicht nur Verpackung, aber die war natürlich auch spannend, aber grundsätzlich Aaron schön interessant und das Finish hat mich halt gereizt. Und ich tue jetzt auch gar nicht so, als wüssten wir so ganz genau natürlich, was ein Paolo Cortado Finish ist und ihr wahrscheinlich auch nicht, oder viele von euch vermutlich nicht, weil Sherry-Experten sind wir zumindest nicht. Der Paolo Cortado, Hashtag Wikipedia, ist eine traditionelle Stilrichtung des Sherrys, die hervorragende und rare Sherrys hervorbringen. Paolo Cortado entsteht in der Regel durch Zufall bei der Sherry-Herstellung, wenn sich beim Ausbau ein Fino unbeabsichtigt in Richtung Oloroso entwickelt. Dabei wird die Florhefe ausgefällt und der Wein einer stärkeren Oxidation ausgesetzt. So entsteht ein Sherry, der sensorisch wie ein Zwischenprodukt zwischen Amontillado und Oloroso schmeckt. Sein komplexes Aroma erinnert oft an Nüsse und Mandeln. Paolo Cortado wird zumeist trocken ausgebaut mit einem Alkoholgehalt zwischen 18% und 22%. Was ich da ganz spannend fand, war dieses Zwischen, der geht dann schon so ein bisschen Richtung Oloroso scheinbar. Ja. Schauen wir uns mal an. Auf jeden Fall, ja. Das klingt klingt neugierig machend. Und jetzt haben wir noch mal einen kleinen Crashkurs in Sherry-Kunde. In Paolo Cortado-Kunde vor allen Dingen. Sehr gut. Ich mache mal die Kiste auf. Genau. Die Flasche. Können wir machen. Ja, können wir einmal kurz. Ja, gucken wir mal. Ja. Ist schon ganz hübsch aufgemacht, das Ganze. Das ist auch der zweite aus der Reihe, also aus der Master of Distilling-Reihe, hatten wir ja gerade schon gesagt. Es gab da schon mal einen, der 2017 rauskam. Da sagt das Internet, dass das First Fill Bourbon Barrels waren, den haben wir damals aber nicht mitbekommen. Okay. Also ich zumindest nicht, ich weiß nicht, ob du den mitgekriegt hast. Nee. Limitiert ist der damals und auch der jetzige auf 12.000 Flaschen. Und ist ja gewidmet ihrem Master Distiller James McTaggart, der dann vermutlich auch auf dem Bild drauf ist. Oh. Gut. Sieht ein bisschen nach James Bond aus irgendwie, oder? Finste? Wie kommt das nur? Schöne Farbe hat da schon mal eine Flasche auf jeden Fall. Stimmt. Auch spannend. Voll weinig. Ja, ne? Aber so richtig. Gucken wir mal. Ich habe gerade ganz viel erzählt. Ich weiß nicht, ob die Volumenprozente gesagt hatte. 51,8 hat er. Also gehen wir da mal von so einer Art Fassstärke aus. Und es waren halt einfach nur mehrere Fässer. Vermutlich. Also 12 Jahre. Ja. Hochprozentig sagen wir mal. Das Internet sagt hier zwar auch Fassstark. Ja, ich glaube, wenn er Fassstark ist, wird das doch draufstehen. Aber 51,8 ist auch eine komische Zahl, wenn er irgendwie runter reduziert ist, ne? Ja, sag das mal Talisker. Okay.
Natural Cask Strength. Okay. Da steht's. Gut, ich bin sehr neugierig. Schauen wir mal. Nicht weniger. Guck mal. Wenn ihr schon Erfahrung mit dieser Farbe, mit diesem Sherry Skill habt in Bezug auf Whisky, schreibt uns da gerne mal was zu. Sind wir neugierig. Weil wie gesagt, für mich ist es definitiv der erste. Mhm. Hat wieder so einen leichten Rot-Einstich irgendwie. Aber leicht. Ein bisschen, ganz leicht kupfermäßig, aber es ist jetzt nicht irgendwie so ein klassisches Goldgelb. Ich finde, das ist jetzt wieder so ein ganz krasses Ding, wie unterschiedlich das aussieht, oder? Ich weiß, Dipkoi, doch, ihr seht das auch halbwegs, glaube ich, oder? Auf die Distanz. Aber das ist schon ein Riesenunterschied, ne? Mhm. Flasche und Glas. Okay, das ist tatsächlich ganz spannend, weil die Sherry-Nase echt dominant ist. Stimmt. Also, es ist sogar... Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, der riecht diesmal sogar mehr nach Sherry als nach Whisky. Ja. Oder? Ja. Also, häufig hast du sie halt da, aber du hast halt noch den Whisky. Also, ich habe noch nie... einen Palo Cortado Sherry getrunken. Sherry einfach so ein Glas gehabt. Vermutlich nicht. Also ich vermute mal, dass ich das noch nie hatte. Wäre echt spannend, das mal irgendwie im Vergleich zu haben. Du hast halt riecht auch so ein bisschen vergoren. Also so vergorener Traubenmost oder sowas in der Richtung halt. Man hat halt schon so ein bisschen die alkoholische Schärfe, die erstmal das Ganze ein bisschen aufpfeffert. Also ich glaube, das unterscheidet es dann doch schon recht deutlich von einem reinen Sherry. Ja, da ist schon echt Druck dahinter. Aber was so an Aromen rauskommt, ist, das ist so ein Sherry-Muff, sag ich mal. Ein paar leichte vergorene Früchte, ein bisschen was ein trockennussiges. Jetzt nicht übertrieben süß oder so. Nee, gar nicht so. Also ja, ja, süß, also dann, aber das hält sich sehr in Grenzen. Tatsächlich vielleicht eher so in die Oloroso-Richtung, ne? Also, genau. Ist wirklich interessant. Also habe ich einen Aaron in der Art jetzt auch noch nicht gerochen. Er hat so eine Säure drin, dieses Mostige so ein bisschen. Der ja, und ich finde es sehr dominant. Sherry halt. Mhm. Und nicht Sherry-Einfluss, sondern Sherry. Also ich würde nicht erkennen, dass es ein Aaron-Whisky ist. Beim Verriechen das auf jeden Fall nicht. Dafür ist das Sherry-Fass echt zu dominant. Mal probieren. Können wir echt noch ewig dran riechen. Das ist Da bricht das Video wieder ab, da muss man wieder schnippeln. Mit ein bisschen Zeit irgendwie wird sich das noch ganz schön entwickeln. Na dann. Prost. Cheers. Sanje. Oh, ist der trocken. Und dann auch wieder süß. Das ist ja komisch. Ist irgendwie so ambivalent. Erstmal zieht es alles zusammen. Wird ganz trocken und dann blüht es wieder auf und wird fruchtig und saftig. Das ist gut. Boah, das gefällt mir. Der zieht hier wirklich den Speichel weg, aber der hat... Oh, wie formuliere ich das? Er hat also das, was die Nase hatte, hat er auch am Gaumen. Das ist... Ich würde mich echt aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe noch nie einen Whisky getrunken, der so extrem nach Sherry geschmeckt hat. Also ich finde das auch hier so dieses, ich kann das gerade nicht richtig artikulieren, aber es legt sich gerade so oben am Gaumen so ein bisschen, also oben so im Mund ab. Klebt da so ein bisschen fest, ne? Und so dunkel. Also es fühlt sich dunkel an irgendwie. Ich kann das ganz schlecht in Worte gerade fassen. Es ist jetzt halt nicht irgendwie so diese Haselnuss, Nougat, Dunkel, Schokolade, Weintrauben, Rosinen-Sherry-Bombe, die so dickflüssig und klebrig ist. Das ist halt eher so ein bisschen fruchtiger, mehr mit vergorenem Obst und nur dezente frische Nüsse oder so. Aber das ganze Paket dann halt relativ intensiv. Spannend. Und der ist im Mund wesentlich süßer als erwartet. Also... Das stimmt. Das ist recht süß. Das ist richtig. Schon fast so ein Dessert-Whisky. Krass. Spannend. Sehr spannend. Tröpfchen Wasser? Ja.
Würde ich auf jeden Fall machen. Siehst du das selbst? Er bleibt übrigens auch lang, bevor ich jetzt den nächsten Schluck nehme. Also, ich wollte jetzt auch erstmal einen Schluck Wasser nachtrinken. Aber ich finde, er bleibt weniger hier. Du hast den halt permanent im Mund. Der Gaumen ist total beliebt. Also gerade oben halt, finde ich. Der, hier hinten geht's tatsächlich. Das ist komisch, ne? Da kommt er gar nicht so lang. Also mit ein bisschen Wasser entwickelt sich eine deutlich stärkere, cremige Frische. Kriegt so einen leichten Zitruseinschlag. Krass, ich kann wirklich dieses eine Aroma, ich weiß genau, was das ist, und ich weiß, dass es genau das ist, was mich so sehr an Sherry erinnert, ganz schlecht in Worte gerade fassen. Jetzt bräuchte ich, glaube ich, so ein Aromenrad, was ich ganz selten benutze. Ich glaube, jetzt bräuchte ich mal eins, um gucken, ob ich mich dahin arbeiten kann. Weiß nicht, du hast vorhin schon was mit Nüssen gesagt. Ich finde halt so geröstete Nüsse so ein bisschen, das ist eher für mich. Ich weiß gar nicht, was du davon mit Nüssen hattest. Du hattest es, wie gesagt, auch irgendwie mal kurz. Ja, eher so frische Nüsse. Wenn du so eine Tüte frische Haselnüsse aufmachst, so ein bisschen in die Richtung. Nicht dieses Nougat-süße, karamellisierte, und das eigentlich eher weniger. Ja, das ist echt spannend, wenn du, also bei mir ist es so, wenn ich da einen Schluck von nehme, dass ich wirklich erstmal alles, naja, innerhalb der ersten zwei, drei Sekunden zusammenzieht, das super trocken wird und dem Mund irgendwie sämtliches Wasser raubt. Und dann kippt es sofort wieder und lässt alles wieder frei und das wird dann süß und lecker. Also er wird auf jeden Fall mit dem Wasser nochmal schön cremiger, tatsächlich, am Gaumen. Ah, ich bin super fasziniert gerade. Wie gesagt, ich würde sagen, den Whisky, der Sherry-Fass-Einfluss hat, der mich so sehr an Sherry erinnert, weiß ich gar nicht, ob ich das in der Form schon mal hatte. Und ich weiß auch nicht, ob das gut ist, zwingend, weil ich natürlich auch nicht weiß, wie sehr, wie ausgeprägt meine Sherry-Erfahrungen sind, die ich bisher gesammelt habe, weil ich bin halt einfach kein Sherry-Trinker und vielleicht habe ich bisher, was ich an Sherry pur immer so getrunken habe, waren dann halt immer die, ich will jetzt keine Marke nennen und dir Unrecht tun, aber waren vielleicht dann eher die etwas günstigeren, die irgendwo unten im Regal stehen. Und wenn es mich jetzt an die erinnert, dann ist das vielleicht gar nicht so gut, weiß ich nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend. Ja, spannend ist es auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man jetzt halt gerne einen Aaron Whisky haben möchte und Fan der Brennerei ist, ja, bin ich so ein bisschen zwiespältig, weil für mich ist es halt eher so ein Palo Cortado Finnish Whisky und nicht unbedingt ein Aaron Whisky. So, ja, aber ich finde, es macht bei Aaron halt trotzdem Sinn. Also es schmeckt halt, weißt, gut. Weißt du, hätten sie halt den Whisky mit dem Geschmack in eine ihrer, in ihre Fass-Finish-Tuben gepackt, wo es Amarone, Sherry, Port von gibt, ja, dann hätte da keiner was gesagt. Richtig, so, ich glaube, das liegt jetzt eher so daran, dass das halt einfach ein bisschen limitiertes Sonderding ist, dass es dadurch nochmal ein bisschen heraussticht. Aber ich glaube, wäre das in einer der anderen Tuben gelandet, da würde einfach Paolo Cortado draufstehen. Fertig. Hätte das keiner groß in Frage gestellt. Ja, sicher. Also, wenn man Sherry-Fan ist und da gerne noch mal ein bisschen gucken will, was es abseits von PX und Oloroso und Fino noch so gibt. Und ich finde das preislich auch übrigens völlig in Ordnung. Ich weiß gerade nicht mehr, wo der war. Das ist echt eine große Empfehlung. Das war aber... Den gibt es auch noch, ne? Ich meine, dass es den noch gibt. Und ich meine, der war bei sowas wie Mitte 20 war schön. Mitte 60 Euro oder sowas. Ja. Und das finde ich in Ordnung. Du hast einen schönen 12-jährigen Whisky. Fast stark.
Dimethyl soll jetzt nicht die ganz große Rolle spielen, aber fließt natürlich auch bei der Industrie ein kleines bisschen mit ein. Ja. Das Ding ist fast stark, es hat ein spannendes Finish, wie ich definitiv finde. Ja. Und er macht Spaß. Also er macht mir auf jeden Fall Spaß. Es ist jetzt nicht mein All-Time-Favorite. Definitiv nicht. Ja, aber es kommt auf jeden Fall in die Kategorie interessanter Whisky, der aber auch noch schmeckt. Und da kommt er relativ weit nach richtig, vorne in der Tabelle und so. Und das ist, also ich finde, das kann man machen. Und ich, wie gesagt, jetzt um nochmal ganz genau zu gucken. Also er liegt so bei 65 bis 70 Euro ungefähr. Und ja. Wie gesagt, das gibt ihn noch. Und das finde ich preislich dafür an sich völlig fair. Die ganzen Finish-Abfüllungen von Aaron, die liegen so um die 50, ne? Ja, ich diese, meine. Ja. Und haben keine Altersangabe. Genau, und jetzt nicht diese Limitierung in der Form. Ja. Gutes Ding. Das ist eine schöne Bereicherung. Wieder was dazugelernt. Finde auch. Also hat Spaß gemacht. Das war ein schöner Ausflug in Richtung Paolo Cortado. Hm. Wenn ihr den kennt, wenn ihr generell andere Whiskys mit diesem Finish kennt, du hast vorhin schon mal einen genannt, von dem du bekommen hast. Ein Bunner, ja. Haut uns auch das mal gerne unten rein, ob ihr da was kennt, weil ich bin echt neugierig, was anderes in der Richtung mal zu probieren, um zu gucken, ob das an Aaron liegt oder an diesem Sherry. Hm. Und vielleicht besorge ich mir auch einfach mal so einen Sherry. Das wäre mal ganz schön. Ne? Ja. Ja. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat, über einen Daumen, über eine Meinung, zu was auch immer unten in die Kommentare, was irgendwie mit Whisky oder uns zu tun hat. Lasst uns ein Abo da, wenn ihr es noch nicht habt. Und dann blenden wir euch jetzt noch irgendeinen anderen schönen Sherry-Whisky an. Oder Aaron oder irgendwas. Was und ein bisschen Musik. Passt. Und sagen und vielen Dank. Bald. Macht's gut. Auf Ciao. Ciao. Voll spannend. Gutes Ding.